Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Jeder Läufer und jede Läuferin hatte sicher schon mal das Problem, dass Rückenschmerzen während dem Laufen oder nach dem Laufen aufgetreten sind. Der untere Rücken oder im oberen Rücken, da sind Schmerzen beim Laufen gerade sehr häufig verbreitet. Wir schauen uns heute an, was man dagegen tun kann, weil diese lästigen Schmerzen braucht keiner. Genau, also legen wir gleich los mit dem Video. Rückenschmerzen sind etwas sehr Vielseitiges. Sie können in verschiedenen Varianten auftreten. Sie können ziehend, stechend, stumpf sein oder manchmal können sie auch etwas die Atmung beeinflussen, dass man weniger Luft kriegt. Sie können im oberen Rücken, im mittleren Rücken oder im unteren Rücken entstehen. Das heißt, eigentlich gibt es extrem viele Möglichkeiten, wo der Rücken wehtun kann. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn der Rücken mehrere Tage lang wehtut und die Schmerzen nicht weniger werden, dass man unbedingt einen Experten aufsucht. Du kannst zu einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin gehen oder zu einem Facharzt, der sich richtig gut auskennt und dir dann weiterhelfen kann. Weil wir zwei, wir sind keine Ärzte und erzählen euch nur von unseren Erfahrungen. Deshalb, wenn es stark wehtut, besuche unbedingt einen Arzt auf. Woher können diese Rückenschmerzen jetzt entstehen? Generell ist es meistens so, dass die Rückenschmerzen nicht direkt vom Laufen ausgelöst werden. Generell kann man sagen, es sind Veränderungen im Alltag zum Beispiel, die Rückenschmerzen hervorrufen. Sitzt du zum Beispiel 8 Stunden gekrümmt vor dem Bildschirm in der Arbeit, hast du einen neuen Sessel oder hast sonstige Adaptionen in deinem Alltag durchgeführt, sei es ein Berufswechsel, Stress, dann kann all das dazu führen, dass du Rückenschmerzen bekommst. Weil eben Blockaden entstehen. Hier gibt es zum Beispiel Rippenblockaden, Wirbelblockaden, aber auch eine Fehlstellung der Beine können Ursachen eben für Rückenschmerzen sein. Deshalb geht es in erster Linie einmal darum, schau, was hast du vielleicht in deinem Alltag verändert, ist irgendwas vorgefallen in den letzten Tagen, worauf du vielleicht die Rückenschmerzen zurückführen kannst. Und wenn dir da nichts einfällt und du es nicht selbst in den Griff bekommst, geh zu einem Experten, Physiotherapeuten oder sonstigen, die dir vielleicht helfen können, diese Blockaden aufzuspüren, die Veränderungen aufzuspüren, die Blockaden im besten Fall zu lockern, zu lösen und dadurch auch die Rückenschmerzen zu reduzieren. Oftmals sind schon Verspannungen muskulärer Art oder eben Wirbelblockaden, Symptome, Ursachen, die eben zu Rückenschmerzen führen können. Kommen wir jetzt zu der Frage, wie man mit Rückenschmerzen beim Laufen umgeht. Sollte man sofort eine Pause einlegen, wenn der Rücken anfängt weh zu tun? Diese Frage kann man nicht pauschal mit Ja oder mit Nein beantworten, weil es kommt darauf an, wie stark die Rückenschmerzen tatsächlich sind. Hast du während dem Training Schmerzen und diese Schmerzen bleiben auch nach dem Training bestehen und bleiben gleich oder werden manchmal sogar mehr, dann solltest du eine Pause einlegen. Hast du während dem Training Schmerzen im Rücken, aber der Schmerz hört nach der Trainingsbelastung auf bzw. wird immer weniger, dann musst du nicht unbedingt einen totalen Stopp im Training einlegen. Meistens hilft es da, wenn du einfach deine Umfänge reduzierst, einfach etwas weniger trainierst, vielleicht nicht auf dem gleichen Belastungsniveau, auf dem du normalerweise bist, sondern etwas langsamer, dann sollten sich die Rückenschmerzen in den Griff bekommen. Sollte das auch nicht helfen, dann wie gesagt einen Arzt aufsuchen, der dir weiterhilft. Oftmals ist es nämlich so, dass wenn man mit Rückenschmerzen sofort Pause macht und dann 1 bis 2 Wochen aussetzt, dass natürlich alle deine Muskulatur abbaut und oftmals das Verletzungsrisiko beim Wiedereinstieg höher ist. Aber am besten einfach mit einem Arzt oder Physiotherapeuten abklären, der kann dir ganz genau sagen, wie du mit den Rückenschmerzen weiter trainieren kannst, damit du am wenigsten von deinem Trainingsniveau verlierst. Wie kannst du jetzt selbst versuchen, Rückenschmerzen zu behandeln? Ja, einerseits ist es mal wichtig, dass du Ausweichbewegungen und Schonhaltungen vermeidest. Denn dies führt einfach nur dazu, dass du dir andere Bewegungsrhythmen aneignest und eigentlich das Problem, was vorhanden ist, umgehst und verschiebst und dadurch neue Probleme entstehen. Wenn du jetzt Schmerzen hast, zum Beispiel im Rücken, und das sind auf Muskelverspannungen zurückzuführen, dann kannst du versuchen, diese selbst zu lockern, durch Dehnen, aber auch durch Wärme. Zum Beispiel gibt es so Kirschkernsackerl oder Wärmesackerl, die du in die Mikrowelle oder in den Backofen gibst, aufwärmst und auf die Muskulatur legst, welche für Entspannung sorgt und dadurch auch für eine, vielleicht auch gegen die Rückenschmerzen hilft. Wenn das alles nichts hilft,
Dann kannst du auch versuchen, zu einer Massage der Physiotherapeuten zu gehen oder mit der Black Roll zu arbeiten oder mit Massagepistolen. Dazu haben wir zum Beispiel letzte Woche ein Video gemacht, was du jetzt hier oben verlinkt findest. Und es gibt so viele Möglichkeiten, versuch sie aus, die für dich passen. Wenn die Schmerzen wirklich so schlimm sind, dann kannst du auch zu Medikamenten zurückgreifen. Hier musst du aber unbedingt mit einem Arzt sprechen. Aber meistens kriegst du das mit eigenen Tricks und Tipps, die wir hier genannt haben, schon recht gut in den Griff. Wenn du ein leidenschaftlicher Läufer bist und brav trainierst, dann wirst du in deiner Läuferkarriere leider meistens nicht um Rückenschmerzen herumkommen. Sie werden sich irgendwann dir in den Weg stellen und jetzt haben wir dir Tipps genannt, wie du sie am besten in den Griff bekommst und wie du damit umgehen musst. Auch ich selbst habe schon mit Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt. Gegen Ende der Saison, wenn die Belastungen höher werden, kommt der Rücken meistens mit Problemen und da hilft einfach nur wirklich dehnen, Muskeln entspannen, vielleicht die ein oder andere Massage, Physiotherapie nutzen und einfach alles geben, was du kannst, um den Rücken zu schonen bzw. auch die Rückenschmerzen zu lindern. Wie immer sagen wir es nochmal dazu, wir zwei sind keine Ärzte und haben keine medizinische Ausbildung. Alles, was wir dir jetzt genannt haben, sind nur Tipps und Erfahrungen, die wir in unserer Läuferkarriere bis jetzt erlebt haben. Du musst selbst entscheiden, wann der Weg zum Arzt der richtige ist und wann die Grenze überschritten ist und du wirklich Experten zu Hilfe holen musst. Der Schritt zu den Experten kann nicht schaden, also lieber einmal zu viel hinschauen als einmal zu wenig. Wir wünschen dir alles Gute und sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video.